Und zwar die nächste Gewichtsklasse. Da sind wir wieder bei den Damen. Und hier sehen wir in der roten Ecke Emma Winter in der Klasse bis 65 Kilo. Sie kämpft gegen Camilla Ström aus Hamburg. Die Camilla Ström, sie kommt eigentlich aus Norwegen und sie trainiert in Hamburg bei Marc Leo Lemmens, also in der Schule Lemmens. Wer vielleicht noch ein bisschen Karate-Hintergrund weiß, Gerd Lemmens war ja der Super-Karate-Star früheren Jahre. Gerd Lemmens, er war wirklich ein Idol. Und seine Söhne machen natürlich jetzt auch und auch er mit Kampfsport fleißig weiter, haben sich auch dem Kickboxen auch zugewandt, kommen immer wieder hervorragende Kämpfer aus der Schule Lemmens hervor. Also, Camilla Ström, eine Norwegerin, ich habe erfahren, sie ist im norwegischen Nationalteam trainiert, aber momentan, wie gesagt, in Deutschland, in Hamburg, in der Schule Lemmens. Sie ist in der blauen Ecke, die Camilla Ström. 65 Kilo, schwer, 28 Jahre alt. Seit 2013 macht sie Kickboxen und sie hat schon einmal die Irish Open 2018 gewonnen. 20 Vollkontaktkämpfe hat sie schon absolviert und 65 Kämpfe im Leichtkontakt. Ihr Ziel, was soll es anders sein? Sie will Weltmeisterin werden. So, ihr Gegenüber ist die 19-jährige Emma Winter. Jens, kommt da nichts mehr drin? Sie kommt aus Hohenpolding. Ja, das ist im Raum Erding. Und trainiert natürlich im Kickboxverein Erding. Trainiert wird sie von Peter Lutzny und Alexander Häuser. Seit 7 Jahren macht sie Kickboxen. Sie ist Junioren-Europameisterin geworden 2019. 17 Kämpfe hat sie insgesamt absolviert. 7 im Leichtkontakt, 10 im Vollkontakt. Und sie ist bei der Polizei in Ausbildung. Ihre Ziele sind, Vorbild zu sein eigentlich, ja, für die Jugend. Und sie will Weltmeisterin ebenfalls werden. Und jetzt startet der Kampf. Die Emma ist in der blauen Ecke, in der roten Ecke und hat eine blaue Hose an. Vielleicht ist nicht ganz vorteilhaft, jetzt schauen wir aber, dass wir nicht durcheinander kommen. Der Kampf läuft in dieser Damenbegegnung und es geht flott los. Gleich eine Unterbrechung. Kampfrichter unterbricht. Schaut aus, als dass sich die Camilla entweder die Zehen angeschlagen hat oder umgeknickt ist. Sie bekommt da im Falle einer Verletzung eine kleine Verschnaufpause, Verletzungspause. Ah, das ist unangenehm, wenn man da irgendwie sich verstaucht oder umknickt. Hoffentlich ist es nichts Schlimmeres, sodass sie weiterkämpfen kann. Okay, sie sagt, es geht weiter. Und los geht's. Also Emma Winter an Jahren, an Erfahrung unterlegen. Wie gesagt, 28 Jahre die Camilla. Emma ist erst 19 Jahre alt und natürlich Hoffnungs- und Leistungsträgerin der Bayerischen Amateur-Kickbox-Union. Emma hat sich unglaublich gesteigert in den letzten Monaten auch und auch in dem letzten Jahr. Sie war immer so ein bisschen eine Spätstarterin, langsam ging sie immer los, aber war dann wie eine Maschine. Und so konnte sie auch die Europameisterschaft gewinnen. Ja. Ihre Stärken sind unglaubliche Zähigkeit, Ausdauer und unglaubliche Härte. Wenn die Emma mal im Laufen ist, sage ich mal, wie so ein Diesel, die lässt so manche Gegnerin verzweifeln. Und Sie sehen schon auch, die nimmt auch schon immer gleich die Ringmitte in Anspruch. Ja, sie geht auf ihre Gegnerin, die Camilla sucht gleich die Ringseile.
weil Emma natürlich hier dominant im Ring oder in der Ringmitte ist. Und wie ich schon gesagt habe, bei Emma in der ersten Runde, ich bin es gar nicht gewohnt, dass sie so loslegt. Dieses Tempo macht sie alle drei Runden durch. Und da muss die Kyle Miller unglaubliche konditionelle Fähigkeiten haben, um da mitzuhalten. Emma Maschine. Okay. Runde 1 vorbei und ich denke mir auch, dass die Emma in Führung liegt. Und wenn sie konditionell gut auf ist, dann zieht die dieses Tempo durch, meine Damen und Herren. Die Hamburger Ecke scheint mir ein bisschen besorgt. Die Camilla, da passt irgendwas nicht. Ich hoffe, dass dies nicht zusammenhängt mit dem Umknicker gleich am Anfang der ersten Runde. Ich habe es nicht genau gesehen, aber sie hebt immer wieder das Bein hoch. Ich denke mir, sie ist da ein bisschen gehandicapt. Johannes Wolf. Der Ringrichter ruft beide Kontrahentinnen auf, jetzt zur zweiten Runde. Und los geht's. Höre ich immer wieder Emma Druck ausüben, ja, wie gesagt, das geht natürlich auch nur, wenn die Luft, ja, und die konditionelle Konstitution da ist. Man muss natürlich aufpassen, und auch die Emma Winter muss aufpassen, dass sie ihr Pulver nicht zu früh verschießt. Aber schauen wir mal. Camilla hat jetzt auch ein paar schöne Treffer gemacht. Und, ja, die auch von den Kampfrichtern gesehen wurden. Ja, beide Kämpferinnen zeigen schon ein bisschen jetzt leichte Ermüdungserscheinungen. Da muss man gucken, es wird eine Konditionsschlacht. Ich denke mir, dass es wieder jetzt auf diese dritte Runde drauf ankommt. Kann Emma den Druck halten, den sie super gezeigt hat, super in der ersten Runde. Zweite Runde hat sie ein bisschen nachgelassen, die Emma, und die Camilla hat mit guten Treffern den Anschluss bekommen. Vielleicht möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, dass die Emma Winter hier auch als Teil
des Teams Sparkasse Erding auftritt. Sparkasse Erding sponsert manchmal ein aussichtsreiche Sportler und Sportlerinnen. Ja, und unterstützt sie im Bereich Benzin und so weiter, Ausrüstungsgegenständen. Und so auch unsere Emma Winter. Und die Emma möchte sich dann natürlich auch gerne bei der Sparkasse Erding bedanken. Also, Emma Winter kämpft hier auch ein bisschen für die Sparkasse Erding und präsentiert diese in diesem Kampf. Aber jetzt wieder zum Fight. Emma Winter aus Erding gegen Camilla Ström, die für Lemmens Hamburg kämpft. Und das wird ein enges Ding. Schöne Rechte wieder von Emma. Die haben die Kampfrichter gesehen. Die hat gut eingeschlagen. Jetzt müsste sie halt das Ding festigen. Noch ein paar Mal nachsetzen. Emma. Wann kommt die Maschine? Oh, wieder eine Rechte, hat getroffen, aber musste gleich im Gegenzug wieder eine einstecken. Aber jetzt ist sie am Vormarsch, die Emma. Sie muss alles geben. Wenn sie nichts macht, schlägt Camilla. Ja, jetzt. Das geht wieder auf einen Endspurt hin. Emma muss schlagen. Sie muss schlagen. Die Beine sind schwer, ich sehe es. Und das ging, glaube ich, gerade noch mal gut. Für Emma Winter. Ja, da hat noch mal in der Endphase vielleicht ein bisschen Luft noch gefehlt, um das noch klarer hinzubringen. Ich sehe 2:1 Kampfrichterstimmen für Emma Winter und ich denke mir auch verdient aus Erding. Also 2 Kampfrichter für Emma, 1 Kampfrichter für Camilla. Und Emma ist froh, dass sie das Ding geschaukelt hat. Gratulation und auch Respekt, ja, und ein Bravo an die Camilla Ström.